Wir haben in Köln ein paar Herausforderungen. Köln wächst, mal haben wir zu viel, mal haben wir zu wenig Regenwasser, also mal Starkregen, mal Dürre. Und wir haben zusätzlich Hitze-Hotspots, weil gerade in einer Großstadt, in einem urban geprägten Raum, sich Hitze staut. Und das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben mit sehr viel Befestigung, sehr viel Verdichtung, wollen wir in der Siedlungsentwicklung bei neuen Baugebieten, aber auch bei der Änderung im Bestand anpassen. Und wie machen wir das? Indem wir das Schwammstadtprinzip nutzen. Früher war es so, Wasser muss aus der Stadt abgeleitet werden. Jetzt wollen wir das Regenwasser in der Stadt behalten, damit es bei Starkregen, bei Dürre und bei Hitzeperioden genutzt werden kann. Entweder zur Speicherung oder halt zur Bewässerung von Grün, um auch Hitze in der Stadt zu mindern. Was haben wir hier in Köln in Porzeil gemacht? Das ist die Idee einer multifunktionalen Flächennutzung. Das heißt, wenn es ein Starkregenereignis gibt, dass das Wasser nicht bei den Leuten in den Keller fließt, sondern temporär zwischengespeichert wird. Die Idee dahinter ist hier bei dem Schützenplatz in Porzeil. So sah der Schützenplatz vor ein paar Jahren aus, dass wir diesen entsprechend eintiefen, damit dann bei Starkregen Regenwasser zwischengespeichert werden kann. Das war die Idee. Diesen Platz haben wir letztes Jahr in Betrieb genommen und haben den entsprechend so eingetieft. Und so sieht der Platz heute aus. Das Wasser kann von den Seiten dorthin fließen und kann den Platz fluten. Das ist unser erster multifunktionaler Platz in Köln. Und viele andere Plätze werden nach diesem Vorbild umgestaltet. Wir haben in Köln schon einige Projekte umgesetzt. Einige Projekte sind wir jetzt auch gerade dabei, sie umzusetzen. Ein Projekt ist die Kasemattenstraße oder von Sandplatz. Dieses Projekt, die Idee, ist aus einem Forschungsvorhaben iResilience entstanden. Das haben wir mit den Anwohnenden gemeinsam gemacht. Die Idee hierbei ist, wir haben hier ein Tiefgebiet, einen Tiefpunkt, der Starkregen gefährdet ist. Und wir haben hier auch einen Hitze-Hotspot. Die Idee war, den Bereich neu zu gestalten. Das heißt, hier ist nur noch Fußgängerweg und hier drumherum wird ein Regenwasserspeicher zur Versickerung genutzt. Wenn es dann regnet, dann fließt das Wasser in den oberirdischen Speicher, geht dann in Richtung Versickerungsanlage. Zusätzlich haben wir aber noch einen Regenwasserspeicher für eine Grünbewässerung. Das heißt, wenn wir eine Dürreperiode haben, können wir aus diesem Wasserspeicher Wasser nutzen, um Pflanzen zu gießen. Solche Maßnahmen haben wir gemacht, aber es gibt auch noch eine Vielzahl von anderen Maßnahmen, wo wir zum Beispiel über die Starkregengefahrenkarte Gefährdungen für die Bürgerinnen und Bürger darstellen, damit sie wissen, Achtung, dein Grundstück ist starkregengefährdet. Und wenn sie das wissen, dann können sie sich an uns wenden und dann helfen wir den Bürgerinnen und Bürgern weiter, wie sie sich schützen können. Wenn wir solche öffentlichen Straßen, öffentlichen Plätze haben, dann haben die ja eine Funktion. Und viele, viele Menschen bei der Stadtverwaltung Köln arbeiten daran, um diese Anforderungen allen gerecht zu machen. Jetzt kommen wir als Stadtentwässerung mit einem neuen Thema, dem Thema Schwammstadt. Und dann haben wir mit den ganzen verschiedenen Ämtern der Stadt Köln uns unterhalten und haben überlegt, okay, müssen wir bestehende Prozesse ändern? Müssen wir sie anpassen? Und das haben wir gemeinsam in Workshops gemacht. Das heißt, wir haben gemeinsam da gesessen, haben überlegt, was muss getan werden, damit das Schwammstadtprinzip
in Köln Anwendung findet. Das Ganze haben wir dann noch bebildert, damit man auch erkennen kann, hier gehen wir nicht nur mit Regenwasser um, sondern das Ganze hat auch gestalterische Aspekte. Und so haben wir das Problem gelöst. Wir haben das Schwammstadtkonzept natürlich in die Politik gebracht. Der Rat der Stadt Köln hat dem Ganzen zugestimmt. Und wir sind seit ein paar Jahren an dem Punkt, wo wir auf die Bürgerinnen und Bürger von Köln zugehen, um sie zu informieren. Und das machen wir zum Beispiel über diese Starkregen-Gefahrenkarten. Das heißt, jeder Kölner, jede Kölnerin kann online unter hw-karten.de sehen, wie stark ist er durch Starkregen gefährdet. Und das Ganze wird auch dann so stark bebildert, sodass dann, wenn die Bürgerinnen und Bürger eine Gefährdung sehen, sie sich informieren können. Wir haben Informationsangebote wie im VHS-Forum. Wir haben den Wasserrisiko-Check. Da kann jeder Bürger, jede Bürgerin online einen Test machen. Aber darüber hinaus gibt es dann auch Leitfäden wie wassersensibel planen und bauen in Köln. Das heißt, jede Bürgerin und jeder Bürger kann sich informieren, wie groß ist die Gefährdung für mein Grundstück und wie kann ich mich schützen. Und das machen wir über verschiedene Medien. Das Schwammstadtkonzept steht, aber die Umsetzung wird noch viele, viele Jahre dauern. Da sind wir auch am Anfang, so wie auch andere Kommunen und andere Städte in Deutschland, aber auch in Europa. Wichtig ist, es gibt nicht das Schwammstadtkonzept von Köln, sondern es gibt verschiedene Schwammstadtkonzepte. Und wir müssen uns national, aber auch international viel stärker vernetzen, um Best Practice von den einzelnen Kommunen, Städten uns auszutauschen, damit das, was für Köln gut passt, wir für Köln anwenden können. Es sind viele Städte, die haben sich aufgemacht, das Schwammstadtkonzept umzusetzen. Das ist Istanbul, Montpellier, viele Gemeinden in Holland, also in den Niederlanden. Alle sind gemeinsam da dran und wir müssen uns gegenseitig ergänzen und austauschen.